Ein erster Schritt ist ja, dass sich Paare dann, und das sind ja die, die zu mir kommen, dann tatsächlich auf die Socken machen und sagen, jetzt, wir arbeiten jetzt daran, wir geben dir eine Chance und versuchen das einfach zu erkunden, auch mit so einer Neugier, ne? Und auch so einem Spaß daran, sagen, na klar, wir sind alle nicht perfekt und da sind wir jetzt mal in die Falle getappt und mal irgendwo falsch abgebogen, aber wie kriegen wir es denn wieder hin? Was ist eigentlich passiert? Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Thema vor allem für die Paare, die an einem Punkt in ihrer Beziehung stehen, wo sie sich fragen, können wir das noch mit uns retten? Es geht nämlich heute darum, wie rette ich meine Beziehung? Und da ich jetzt als Single Coach mehr mit Singles zusammenarbeite als mit Paaren, habe ich mir heute für dieses Thema einen Experten eingeladen. Michael Meyer, Paartherapeut aus Hamburg, und wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Franzi, schön, dass ich dabei sein kann heute. Michael, das Interessante ist ja, ich habe ja schon mal einen Podcast mit dir aufgenommen, aber da war das andersrum. Da war ich in deinem Podcast und das war mein allererster Podcast, wo ich überhaupt drin war, weil du ein soziales Projekt damals geleitet hast, würde ich jetzt mal so sagen, wo du Berufe vorgestellt hast für Schüler, um die Berufswahl leichter zu machen. Ja, genau. Ich wollte meinen eigenen Kindern vor allen Dingen ein bisschen Orientierung bieten und wollte kein YouTube-Video oder irgendwas TikTok-mäßiges machen, sondern habe mich dann für das Format Podcast entschieden. Ja, und in der Tat, hat mich sehr gefreut, dass du damals zugesagt hast und dabei warst. Ja, ich fand das auch großartig und umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder zusammenkommen hier. Zumal ich schon lange damit geluschert habe mit dem Gedanken, mal Michael fragen, ob der endlich mal Zeit hat. Heute sitzen wir hier. Ja. Wunderbar. Ja, es ist echt schön. Sag mal, Michael, erzähl doch mal ganz kurz den Hörern so 2, 3 Takte vielleicht zu dir, damit sie wissen, wer bist du eigentlich, warum bist du hier heute mit bei dem Thema dabei? Und dann starten wir auch, glaube ich, schon mal direkt rein danach in das Thema, damit wir heute ja den Menschen weiterhelfen können, die an einem Punkt in ihrer Beziehung sind, wo sie nicht mehr weiter wissen. Genau, das sind genau die Paare, die dann zu mir kommen. Also ich bin Paartherapeut, Paarcoach oder Paarberater, sagt man auch. Das sind alles Synonyme für ein und das Gleiche. Ich habe eine kleine Praxis hier in Fuhlsbüttel, Hamburg-Fuhlsbüttel, direkt am Alsterlauf. Und zu mir kommen eben Paare in unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlichen Alters, die sich mit genau dieser Frage nämlich beschäftigen, wie rette ich meine Beziehung? Was sind denn, also bei den Paaren, erstmal glaube ich, dass das ja unterschiedlichste Paare sind. Sind das auch von, also gibt es dann so einen Durchschnitt vom Alter her eigentlich, wann man eine Paarberatung aufsucht? Oder ist das von 18 bis 70 der Fall, dass die zu dir kommen oder 80? Ja, tatsächlich ist das so. Also 18 ist jetzt schon sehr jung, aber in der Regel kann man sagen Mitte, Ende 20. Das ist so das Alter, wo es so anfängt, wo die Paare so vielleicht die erste oder zweite Beziehungserfahrung schon gemacht haben. Und da bin ich immer wirklich sehr beeindruckt. Ich war in dem Alter noch nicht so weit. Da habe ich überhaupt nicht an Paarberatung gedacht, wenn es in meinen Beziehungen mal nicht gut lief. Bin dann immer sehr beeindruckt, dass die diesen Weg gegangen sind oder diesen Weg gehen und sich gleich eine Paarberatung holen. Finde ich super. Und die sagen einfach, ja, vielleicht ist es auch noch gar nicht so schlimm bei uns. Aber bevor es schlimmer wird, wollen wir uns einfach mal so im Sinne der Paarhygiene ein bisschen beraten. Holen und einen externen Sparingspartner. Und dann hatte ich tatsächlich auch ein Paar, du hast es eben schon so gesagt, du hast vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt darauf eingehen kann, aber tatsächlich war ein Paar bei mir, die waren über 70. Also die waren auch echt cool, die kamen beide in Jeans und Sneaker in die Praxis und haben gesagt, ja, wir sind jetzt ein Paar und wir haben gerade Probleme und wollen das mal mit ihnen besprechen. Also fand ich genauso cool. Und dann natürlich alles dazwischen, Menschen zwischen 40 und 60, die sagen, wir sind jetzt in unterschiedlichen Lebenssituationen, entweder sind gerade Kinder gekommen und das Leben steht auf dem Kopf oder die Kinder sind im Begriff auszuziehen und auch dort werden die Karten wieder neu gemischt und das Paar ist jetzt auf sich wieder zurückgeworfen und muss quasi das gemeinsame Leben auch nochmal neu entdecken. Ja, es gibt so viele Herausforderungen in Partnerschaften und das finde ich ja wirklich auch toll an der Entwicklung unserer Gesellschaft, dass man immer mehr offen dafür ist, sich auch Unterstützung oder Hilfe zu holen. Nicht, weil man hilfebedürftig ist, sondern weil man sich weiter vielleicht entwickeln möchte, weil man was Neues möchte, weil man was Besseres oder anderes möchte. Und das ist schon super. Das kennst du als Coach ja auch, wenn man Teil des Systems ist. Ne? Als systemischer Coach guckst du dir ja auch immer das System an, also alle Beteiligte sozusagen. Aber wenn man Teil davon ist, und das gilt für uns beide ja genauso, für unsere Systeme, denen wir unterwegs
unterwegs sind, kann ich natürlich keinen objektiven Blick mehr auf das Ganze werfen. Da bin ich ja irgendwie selber beteiligt und auch emotional beteiligt. Und dann funktioniert das alles nicht mehr so gut mit der eigenen Reflexion. Deswegen ist es völlig legitim, sich in solchen Momenten dann, egal was man sonst im Berufsleben macht, jemand Externes zu holen, der einen dabei unterstützt und vielleicht auch nochmal den Spiegel vorhält und sagt, ja, aber guck doch nochmal hin, kommt ihr doch mal auf die Schliche. Ja, ich sage immer, das ist wie so ein Hosenschlitz, der auf ist. Bei einem selber sieht man das nicht. Und ich habe Gott sei Dank auch da immer wieder Experten, die ja mich coachen oder mir weiterhelfen. Ganz kurze Info nur, dass es wichtig ist. Wenn jemand mehr über Michael erfahren möchte oder auch denkt, dass das also eine gute Möglichkeit wäre, sich mal mit ihm auszutauschen, könnt ihr ihn finden auf der Webseite paarberatung-hh.com. Die Abkürzung HH steht für Hamburg. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ne? Also Michael ist zwar hier ansässig in Hamburg und also persönlich ist es natürlich toll, als Paar vor Ort sein zu können, aber er findet auch immer Möglichkeiten, wenn jemand von weiter weg kommt und jetzt nicht die Möglichkeit hat, vor Ort sich mit ihm in der Praxis zu treffen. Starten wir. Wie retten wir unsere Beziehung oder die Beziehung, die wir haben. Also was sind denn die Ausgangslagen, mit denen Paare zu dir kommen? Weil das ist ja so ein klassisches Thema, was so in deinen Bereich fällt. Also an welchem Punkt stehen sie, wenn sie diese Frage haben, kann ich das überhaupt noch retten? Gibt es noch eine Möglichkeit für uns? Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich und hängt auch sehr mit der Lebenssituation des Paares zusammen. Haben wir schon Kinder? Sind wir ganz frisch zusammen? Wie sind wir sozialisiert? Wie ist unsere Konfliktkultur, die wir von unserer Ursprungsfamilie mitbekommen haben und so weiter? Aber man kann sagen, die drei Dauerbrenner sind eigentlich Kommunikation. Mhm. Also der Klassiker, du verstehst mich einfach nicht. Das zweite, gleich dicht dahinter, irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren. Also wir hassen uns nicht, wir gehen uns auch gar nicht auf den Keks. Noch schlimmer, wir gehen uns irgendwie aus dem Weg. Wir huschen und wehen nur noch so aneinander vorbei im Alltag und machen gar nichts mehr miteinander. Mhm. Ja, wir sind immer noch vielleicht ein gutes Orga-Team für unsere Kinder, aber als Paar kommen wir schon lange nicht mehr vor. Und der dritte Bereich ist dann, und das ist vielleicht auch dann so die Abstufung, wo sich einer der beiden vielleicht schon innerlich verabschiedet hat und auch dem Reflex nachgegeben hat, nach so einer äußeren Sensation sich hinzugeben, also eine Affäre zum Beispiel angefangen hat. Wir nennen das auch Dreiecksbeziehung oder Außenbeziehung und dort eben stärkeren Reiz gerade spürt. Ja, das ist interessant. Kommunikation, sich auseinandergelebt zu haben und vielleicht schon innerlich verabschiedet haben, das sind ja auch komplett unterschiedliche Phasen in der Beziehung, wo die gerade stecken. Und was würdest du sagen, ist es in allen dieser Phasen grundsätzlich möglich, wieder zueinander zu finden? Oder gibt es schon, wenn jemand sich innerlich verabschiedet hat, als Beispiel gar keine Chance mehr für so ein Paar? Ja, interessant ist immer die Frage, wollen es beide eigentlich? Ne? Und das ist eine der Fragen, die ich immer stelle. Wenn so ein Paar zu mir in die Praxis kommt und über die Türschwelle tritt sozusagen, dann habe ich eigentlich sofort so ein intuitives Gefühl, wie ist das Paar eigentlich miteinander? Sind die noch gut miteinander? Lachen die viel? Schmunzeln die? Werfen die sich liebevolle Blicke zu? Fassen die sich vielleicht an? So, da habe ich schon ganz, ohne dass sie was sagen, eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wo die eigentlich stehen. Wenn ich das nicht habe oder wenn die so ein bisschen distanziert wirken, dann stelle ich die Frage manchmal auch, sagen Sie mal auf einer Skala von 1 bis 10, 10 wäre sozusagen das Schlimmste, haben Sie schon mal an Trennung gedacht? Ja, auf welche Abstufung sind Sie da? Und wenn der eine Partner sagt, ja, ich bin auf einer 9, dann kann das sein, dass der andere Partner davon total überrascht ist und sagt, was, das war mir gar nicht klar. Krass. Ja. Ja. Und manchmal ist das so eine Motivation, sich auch extra am Riemen zu reißen. Und das reißt den anderen dann auch mal wieder mit zurück. Oder ich frage auch ganz deutlich, ne, was muss dann passieren, damit sie von einer 9 auf eine 7 kommen zum Beispiel. Und dann kommen wir langsam zu den spannenden Fragestellungen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Start von allem. Das merke ich auch, wenn ich mit den Singles oder mit Menschen in Partnerschaft einzeln arbeite. Also ich habe ja bisher noch nie, ich muss mal überlegen, ich habe noch nie mit einem Paar gemeinsam gearbeitet, sondern immer nur mit einem aus der Partnerschaft oder mit Menschen, die ich schon im Single-Sein begleitet habe in Partnerschaft und dann auf diesem Lebensweg quasi, aber nicht gemeinsam. Und das Erste, was immer das Wichtigste für mich auch ist, was ist die Absicht eigentlich? Willst du überhaupt noch mit dem anderen zusammen sein, auch wenn du gerade noch nicht weißt, wie das geht? Ne? Also willst du überhaupt, dass die Beziehung in Anführungszeichen gerettet wird oder dass ihr wieder ein Paar seid, dass ihr wieder miteinander verschmolzen seid oder vielleicht auch das erste Mal, falls das noch nicht der Fall ist, willst du das überhaupt? Das ist auch tatsächlich etwas, was ich schon ganz zu Anfang abfrage. Ne? Wenn mich einer der beiden einen Partner anruft und sagt, Mensch, wir haben Ihre Website gefunden und so weiter und wir würden gerne kommen, frage ich immer, will Ihre Partnerin das denn wirklich auch? Oder schleifen Sie den jetzt so mit und der hat eigentlich gar keinen Bock? Ne? Ja.
Manchmal sage ich auch, dann soll der mich bitte selber nochmal anrufen, damit ich das auch wirklich, dieses Commitment habe. So, und nach dem Motto, ja, wir wollen, wir wissen nur nicht wie. Dann können wir mal arbeiten, dann haben wir eine Chance. Ja, das ist da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das habe ich auch schon öfters mitbekommen, dass wenn einer denn primär möchte und der andere dann dem anderen zuliebe zustimmt, aber selber eigentlich nicht so wirklich Lust hat. Und dann ist der Nachteil, wenn nur, auch wenn er nur zustimmt oder sie nur zustimmt und mitgeht zuliebe des anderen, dann ist das herausfordernd, wieder zueinander zu finden, weil das ist eher ein, also es ist kein Commitment oder keine klare Absicht, sondern ein Geschehen lassen. Das ist so. Und tatsächlich ist das ja, wir haben ja eben gesagt, was sind so die Ausgangslagen, so prototypisch, ne? Man sagt Kommunikation, nächster Level, wir haben uns aus den Augen verloren, wir machen nichts mehr miteinander. Dritter Level, einer hat eine Affäre, hat sich schon emotional völlig verabschiedet und ist gar nicht mehr im Kontakt. So, in diesem dritten Level ist es dann natürlich schwerer, weil der unter Umständen natürlich auch rein hormonell, also rein biochemisch in einer Verfassung ist, wo man sagen kann, der kann sich jetzt gerade selber nicht mehr über den Weg trauen. Ne? Das ist ja so rein hormonell als oder auch biochemisch, als hätte er gerade eine Line Koks gezogen. Also das kann ich nicht mehr klar denken. Und dann natürlich zu sagen, ja, jetzt lass mal ganz entspannt zur Paarberatung gehen, ist dann nicht unbedingt immer möglich. Nee, und das, die große Herausforderung ist, glaube ich, dass viele, keine Ahnung, diesen Schritt erst wagen, wenn es ein Problem gibt. Deswegen finde ich es auch toll, dass du erzählst, dass manche auch einfach nur kommen, um mal ihre Beziehung in Flow zu bringen oder, wie hast du es vorhin genannt? Ich weiß, du hattest, glaube ich, einen Begriff dafür auch. Paarhygiene. Ja, genau, also um Paarhygiene zu betreiben, wie wir unseren Körper hygienisch versorgen. Genau. Ne? Also ist das eine sehr gute Maßnahme, weil dann muss man nicht erst, wenn es zu spät ist, anfangen. Und eins ist garantiert, in Beziehungen es gibt Auf und Abs, das ist einfach, ja, das ist einfach so. Nachdem wir jetzt nun wissen, also dass beide Paare noch weit oder Partner weitermachen wollen, auch wenn sie vielleicht gerade nicht wissen, wie das geht, was machst du denn dann, also um Paare wieder zueinander zu führen, beziehungsweise was klärst du dann überhaupt mit denen? Was ist so der nächste Schritt? Also was ich ganz am Anfang immer mache, ich versuche das Paar erstmal immer kennenzulernen. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, das sage ich dem Paar auch immer. Ich sage, stellen Sie sich vor, wir sind jetzt beim Internisten. Ich drücke überall mal drauf und gucke mal, ob es wehtut. Ja, also so gehe ich eigentlich vor. Das heißt, ich gucke mir alle Lebensbereiche an und versuche herauszufinden, wo sind denn so Kraftquellen für den Einzelnen, aber auch für das Paar. Und wo sind aber Kraftsenken? Also wo fließt quasi Energie, jetzt gar nicht im esoterischen Sinne, sondern wo prasseln Sachen auf uns ein, die uns eigentlich nerven, die uns so den letzten, die uns Kräfte rauben. Die Energie saugen auch, Energiesaugen, ja. Ja, absolut. So formulieren. Und dabei kommt dann schon manchmal ganz spannende Sachen raus, ne, wo man so merkt, ah, ist klar, das ist jetzt gar nicht so ein Paarthema. Ja, der war jetzt einer mal gereizt, weil die Partnerin oder der Partner was gesagt hat, aber dem ging was ganz anderes voraus, weil vielleicht in einer Wohnung wohnen, wo nebenan einfach immer laut Musik gehört wird. Also das klingt so ganz plakativ, ganz banal. Ne? Oder wo man sagt, Mensch, ich habe so eine ganz schlechte Beziehung zu meiner Schwiegermutter oder zu meinem Schwiegervater. Und ich weiß schon wieder, jedes Wochenende müssen wir da hin, weil die sind so hilfebedürftig. Und ich würde aber gerne bei dem schönen Wetter jetzt mal in die Ostsee fahren. Kann ich aber nicht. Ja? So, und so gucke ich mir verschiedene Lebensbereiche des Paares an, wie so eine erste Anamnese. Ne? So sagt man beim Arzt, wo man sagt, ich guck mal, wie sind die Lebensumstände, gibt es Vorerkrankungen und so weiter. War vielleicht auch einer schon mal in der Therapie, hat einer auch vielleicht eine narzisstische Störung? Also was sind da so an Randthemen, die man einfach wissen muss, wenn man mit diesem Paar jetzt arbeitet? Und was ich dann immer mache, ist, ich gehe sehr stark von unseren psychologischen Grundbedürfnissen aus, die wir als Mensch haben. Da gibt es verschiedene Denkschulen, verschiedene Literatur, aber eigentlich gibt es vier Stück, da gibt es mittlerweile Konsens, dass die richtig sind und auch auf die meisten Menschen so zutreffen sind. Bevor du da mehr erzählst zu den Grundbedürfnissen, das finde ich sehr interessant. Was haben die Grundbedürfnisse jetzt mit den Konflikten in der Beziehung zu tun? Sind das so die Ursprünge, weil ein Grundbedürfnis nicht erfüllt wird? Genau, das kann zum Beispiel so sein. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon erzählt von einem Paar, da ist er arbeitslos geworden. So. Und sitzt zu Hause, ganz klein mit Hut, hat keine Selbstwirksamkeit mehr, hat vielleicht sogar existenzielle Sorgen. Natürlich schwappt das in die Partnerschaft rein. Es ist gar kein Paarproblem. Es hat nicht in der Partnerschaft den Ursprung, sondern außerhalb der Partnerschaft. Aber beeinflusst natürlich das Paarerleben und das Paarsystem. Ja. Ja, und jetzt kann man natürlich 2 Jahre lang Paarberatung machen. Aber wenn ihr einfach nur einen neuen Job hättet, wäre das Problem gelöst. Ja. Und deswegen gucke ich mir eben diese Lebensbereiche auch an und gucke eben, wo
liegt da der Hase im Pfeffer? Und bei diesen Grundbedürfnissen, wenn wir darauf jetzt eingehen wollen, bitte. Gibt es eben 4 Stück. Das erste ist das Bedürfnis nach Bindung oder Verbundenheit. Das ist etwas, was wir als Kinder, als Säuglinge schon kennen. Wir brauchen halt einfach diese Nestwärme und auch dieses Urvertrauen unserer Mutter im ersten Fall gegenüber natürlich aber überhaupt irgendwelchen Bezugspersonen. Dass wir Teil einer Gemeinschaft sind und dass wir einfach dort aufgefangen sind. Das kann natürlich der Partner und die Partnerschaft bieten, aber natürlich auch ganz viel anderes. Das können Freunde sein, das können Arbeitskolleginnen und Kollegen sein, meine Ursprungsfamilie, andere Familienmitglieder. Wenn ich mir das als so einen Akku vorstelle, ist aber die Frage, wie wird dieser Akku, ne, wo drauf steht Bindung, wie wird der eigentlich aufgeladen? Wodurch kommt da Ladung rein und wodurch fließt auch Ladung ab? Also wie sehr wird dieses Grundbedürfnis von mir erfüllt, sei es durch die Partnerschaft oder durch andere Menschen, Lebensbereiche? Genau. Bin ich da im Mangel oder bin ich da gut versorgt? Ja. Sozusagen. Das zweite Bedürfnis könnte man überschreiben im weitesten Sinne mit dem Begriff Autonomie, aber der ist mir so ein bisschen zu wabbelig, deswegen ergänze ich den immer gerne um die Begriffe Selbstbestimmtheit, Kontrolle und Orientierung. Also damit ist gemeint die Kontrolle, nicht jetzt im Überwachungssinne, sondern Kontrolle über den eigenen Lebensentwurf. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe vielleicht Ideen, wie ich mein Berufsleben gestalten möchte. Ich möchte arbeiten, ich möchte ein bisschen anständig Geld verdienen, ich möchte eine gewisse Selbstwirksamkeit in meinem Job haben. Dann muss ja meine Partnerschaft und meine familiäre Konstellation das auch irgendwie zulassen. Ich will das ja vielleicht nicht auf Kosten anderer machen. Das ist so ein Beispiel. Der Begriff Orientierung wiederum meint, dass ich mir auch auf Dinge, die mich umgeben, also das politische Tagesgeschehen, dass ich mir da irgendwie einen Reim drauf machen kann, dass ich also noch irgendwie verstehe, was hier so passiert. Oder auch das Verhalten von anderen für mich irgendwie Sinn ergibt. Da spielt das Thema Verlässlichkeit mit rein. Wenn mein Partner mir zum Beispiel sagt, du, ich hole dich um 5 ab und jedes dritte Mal kommt er einfach nicht, dann ist das für mich irgendwie maximal verunsichernd. Ne? Was passiert hier gerade? Ja. Warum kommt er nicht? Also ich habe irgendwie ein Bild im Kopf und die Realität passt nicht dazu. Das ist dieser Begriff, den ich mit Orientierung beschrieben habe. Der dritte Fall oder das dritte Grundbedürfnis ist die Selbstwerterhöhung. Das heißt, ich möchte irgendwie gestärkt aus dem Tag hervorgehen. Ich möchte Menschen um mich herum haben, die mir natürlich nicht immer nur bedingungslos erzählen, was ich für ein Oberknaller bin, aber die im Wesentlichen doch damit einverstanden sind, was ich so tue und wie ich es tue. Ja. Dass mein Selbstwert einfach erhöht wird und dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten einfach einen guten Job mache, sowohl im Arbeitsleben als auch vielleicht auch in der Partnerschaft und im Privatleben. Und der vierte Punkt ist Lustgewinn. Damit ist nicht alleine die erotische Lust gemeint, sondern man könnte es mal ganz salopp übersetzen mit alles, was mir gut tut. Für den einen ist das eine Thai-Massage, für den anderen ist das ein Saunabesuch, für den anderen wiederum ist es die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, Kino, Theater, Musical, Konzerte, was auch immer. Und der dritte will einfach nur da sitzen und eine Netflix-Serie gucken. Ja? Also das gestaltet jeder für sich selber. Und auch da ist immer die Frage, was tut meine Partnerin, was tut mein Partner, um diesen Akku, Lust, aufzuladen. Das können natürlich auch in der Partnerschaft lustvolle Momente sein, erotische Momente, Intimität. Ja, wenn ich da im Mangel bin, was mache ich denn dann? Was macht das mit mir? Kann ich das kompensieren? Oder andersrum, wenn ich an anderer Stelle diese Momente nicht, an diesen Momenten nicht teilhaben kann, was kann mein Partner, meine Partnerin tun? Und das ist immer die Frage, wenn ich mir diese 4 Akkus jetzt so anschaue, sind die alle voll aufgeladen oder ist einer leer oder 2 oder 3? Ja, in der Regel schätze ich mal, dass da immer einer leer ist in irgendeiner Art und Weise, wenn Paare zu dir kommen, weil sie ja dann ein Thema haben. Und das Interessante ist ja, dass diese Akkus zum Teil gar nichts mit dem Partner zu tun haben oder der Partnerin, sondern auch unabhängig von dem anderen gefüllt werden könnten, wie du es gerade dargestellt hast. Genau. Ne, das zeigt ja auch, dass viele der Dinge oder die Lösungen für viele der Themen auch bei mir liegen. Das ist ja so ein unbequemes Thema, weil meine Erfahrung ist, dass wir Menschen in jegliche Situation unsere eigenen Bewertungen mit reinbringen, auch unsere eigenen Bewertungsfilter. Also wir sehen ja die Welt alle unterschiedlich. Ich merke das immer, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dass die ganz andere Dinge wahrnehmen, als ich es wahrnehme. Im Schwimmbad auf einmal, dass es ein Dino-Schwimmbad ist und da überall Dinos sind, die sind mir vorher noch nicht mal aufgefallen. Ne? Oder jemand, der farbenblind ist, hat auch schon gleich wieder einen ganz anderen Farbfilter als Beispiel. Und genauso ist es, dass wir Menschen mit so diversesten Filtern unterwegs sind. Und diese Filter oder auch diese Bewertung bringen wir ja auch in die Paarbeziehung mit ein. Das ist wirklich ein guter Punkt und du hast es auch wunderbar zusammengefasst. Ne? Also, dass ich auch unter Umständen dazu neige, meine Unzufriedenheit an anderer Stelle zu projizieren auf meine Partnerschaft. Oder dass ich einfach, weil du, wie du sagst,
mindestens ein Akku vielleicht leer ist. Also bei Paaren mit Kindern ist zum Beispiel dieser Autonomie-Akku immer leer, weil ich einfach so fremdgesteuert bin, weil ich einfach nur immer den Kindern hinterher organisiere. Und da muss man dann eben sagen, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Vielleicht gibt es für den Moment auch einfach nur die Devise, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Vielleicht gehört das dann teilweise zum Erwachsenwerden auch dazu oder zum Elternsein. Und das ist dann unter Umständen manchmal ganz gut, wenn es ein Dritter sagt, als wenn es der eigene Partner tut. Und wenn ich dann mir mit meiner Seniorität herausnehme und sage, ja, aber jetzt mal welcome to the planet. Ja, das ist nun mal so, wenn man Kinder hat. Ja. Aber seien Sie noch mal froh, genießen es für den Moment. Irgendwann sind die Kinder nämlich 15, 16, 17 und dann kommen die gar nicht mehr zu Ihnen. Das ist auch blöd. Ja, die Erfahrung hast du ja jetzt. Hast du erzählt, dass in ein paar Monaten alle Kinder im Ausland von dir sind und dann kein Kind mehr hier zu Hause ist. Dann habe ich endlich die Zeit, die ich immer haben wollte und ich weiß noch gar nicht, wie ich sie eigentlich sinnvoll fülle. Wollen wir mal sehen. die Herausforderung ist manchmal, was ich glaube, was für vielleicht auch in unserer Gesellschaft nicht funktioniert für Paare, dass viele geprägt werden durch Social Media, durch Hollywood, durch Filme, wie dort ganz oft immer dargestellt wird, Happy End, sie bekommen sich. Selbst im Märchen gibt es immer, meistens ein gutes Ende. Und wären wir damit schon aufgewachsen, dass Märchen zum Beispiel immer wieder so ein Auf und Ab haben oder Geschichten, es gibt immer Höhen und Tiefen, dann würden sie realitätsnah sein, weil das beobachte ich bei den Singles ganz viel und ich kenne es auch von mir. Ich hatte gerade gestern mit meinem Partner dazu das Gespräch, dass ich früher, als ich noch Single war, durch die Straßen gegangen bin und immer die Paare beobachtet habe und die so auf ein Plateau gehoben habe, wie toll, dass die sich haben und ich so im Mangel darüber war, Single zu sein. Und jetzt, als ich mit ihm da durch die Straßen gegangen bin und sich das so natürlich normal angefühlt hat, gemerkt habe, wie sehr ich früher um diese Paarbeziehung so eine rosa Schleife drum gepackt habe, eine rosarote Wolke und da gar nicht mehr in der Realität war. Deswegen, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal Kommunikationsprobleme hat oder sich mal gerade eine Phase hat, wo man sich auseinanderlebt. Selbst wenn es mal der Fall ist, dass jemand eine Fremdbeziehung hat oder eine Affäre hat, heißt das noch nicht, dass man alles in Frage stellen muss. Also es heißt nicht, dass es das Ende der Welt ist, weil manchmal hat das auch gar nichts mit einem selbst zu tun, dass der andere vielleicht woanders mal nascht. Und das heißt jetzt nicht, geht naschen und das ist okay, ne? Das sage ich nicht. Aber dass diese Problematiken oft auch eigengemacht sind und wir an diese Dinge rangehen können, nur was man dazu auch braucht, ist die Bereitschaft, sein Ego in die Tasche zu stecken. Ja, und auch an sich zu arbeiten und auch immer wieder zu hinterfragen, schmeiße ich jetzt alles hin, weil es der bequemere Weg wäre und hüpfe zur nächsten Blume sozusagen? Mhm. Oder habe ich Lust daran, dass wir auf einen anderen Reifelevel kommen mit unserer Partnerschaft. Und was muss ich denn jetzt dafür tun oder was kann ich tatsächlich jetzt dafür tun? Ein erster Schritt ist ja, dass ich Paare dann, und das sind ja die zu mir kommen, dann tatsächlich auf die Socken machen und sagen, jetzt wir arbeiten jetzt daran, wir geben dir eine Chance und versuchen das einfach zu erkunden, auch mit so einer Neugier, ne? Und auch so einem Spaß daran, sagen, klar, wir sind ja nicht perfekt und da sind wir jetzt mal in die Falle getappt und mal irgendwo falsch abgebogen, aber wie kriegen wir es denn wieder hin? Was ist eigentlich passiert? Ne? Und das finde ich immer das Spannende. Und wenn wir diesen ersten Bereich zum Beispiel nochmal nehmen, hat er gesagt, ein typischer Fall ist Kommunikation, du verstehst mich nicht und so weiter. Da mache ich das zum Beispiel mit den Paaren immer so, dass ich versuche, die Anatomie der Streitgespräche oder der fehlgeleiteten Kommunikation mal zu ergründen. Mhm. Wir nennen das so Teufelsdialoge. Das heißt, Dialoge, die so ein bisschen so einen diabolischen oder so einen toxischen Charakter haben, die am Ende eigentlich nur dazu führen, dass die Türen knallen. So. Und das aufzuknacken und mal zu analysieren, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und da kommt man sich, genau wie du sagst, so mehr auf die Schliche. Das funktioniert halt so, wir stellen uns mal so eine 8 vor und die legen wir mal um 90 Grad gedreht auf die Seite. Okay, eine seitliche 8. Eine seitliche 8. Mhm. Aber wenn die jetzt durch einen Strich mal so halbieren, so gedanklich, dann haben wir oberhalb des Striches die Sachebene und unterhalb des Striches die emotionale Ebene. Mhm. Ich fange jetzt immer an, okay, wie fängt denn so ein typischer Dialog bei euch an, liebes Paar. Und dann sagt der eine ja zum Beispiel, ich komme nach Hause und sage, wie sieht's denn hier aus? Ja. So, derjenige, der zu Hause geblieben ist, der fühlt jetzt ja was. Dann gehen wir also quasi diesen Schwung von der 8 runter auf die emotionale Ebene. Frage ich immer, okay, wenn er das sagt oder sie, was fühlst du denn? Ganz tief unter dem Keller, wie fühlt sich das an? Mhm. Dann kommt ja erstmal sowas, ich bin sauer oder ich bin wütend, ich bin traurig, ich fühle mich entwertet. Okay, dann gehen wir die 8 weiter hoch, dann sind wir wieder auf der vermeintlichen Sachebene. Was sagst du dann? Ne? Und dann sagt die Person vielleicht, ja, geht's noch? Mhm. Ja,
So, was fühlt der andere? Ne? So kann man sich quasi an der 8 immer so entlang hangeln. Und dann geht es immer weiter. Jetzt fühlt derjenige, sagt, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ja. Ich komme nach Hause, sieht aus wie Sau. Ja, und jetzt kriege ich noch einen Spruch. Das darf wohl nicht wahr sein. Also sage ich wieder was. Und so geht es pingpongmäßig ein paar Mal hin und her, schaukelt sich immer weiter auf, bis am Ende einer den Raum verlässt. Und wenn das Paar erkennt, Mist, das ist ja immer unsere Dynamik, egal worüber wir eigentlich reden, es ist immer das Gleiche, dann kann man das auf diese Art relativ gut sichtbar machen und dann eben sagen, so, wo können wir aussteigen? An welcher Stelle steigen wir aus oder sagen mal, jetzt rede ich mal nicht über das vermeintliche Sachthema und versuche argumentativ zu siegen, sondern ich rede mal über meine Gefühle. Ich sage zum Beispiel schon nach dem ersten Satz, weißt du, wenn du so nach Hause kommst, ich fühle mich einfach total entwertet. Ich bin den ganzen Tag mit den Kindern unterwegs und jetzt haust du mir hier einen von Latz. Das wird sofort ein ganz anderes Gespräch. Ja. Viel sanfter und weicher. Ja. Das finde ich total wichtig, weil ich habe mich auch in diesem Teufelsdialog, wie du es genannt hast, Teufelsdialog, als du das gerade erzählt hast, da habe ich auch meinen Partner und mich gerade gesehen, weil wir hatten auch schon einige Teufelsdialoge, also die mit Türen knallen, mit einer geht verlässt den Raum, geendet haben. Und also dann zwischendurch ich auch gedacht habe, also krass, in solchen Momenten weiß ich auf einmal gar nichts mehr, was ich ja jetzt hier tagtäglich auch mit Menschen mache. Ne? Also das ist so diese Betriebsblindheit bei einem selber. Ich bin betriebsblind, wenn es um meine eigenen Themen oft geht. Und das ist wie so ein Hosenschlitz. Genau, da ist, ne? Da ist er wieder offen und ich kann den einfach nicht sehen. Da brauche ich manchmal für jemanden anderen für. Und deswegen bin ich auch, also diesbezüglich auch schon mal zu einem Coaching gegangen, um mal zu gucken, hey, lass mal da genauer hingucken. Und das, was mir als Rat mitgegeben wurde, ist, weil ähnlich wie du es gerade gesagt hast, ne, also erstmal zu gucken, was sind meine Emotionen, also gar nicht also zu reagieren oder, du hast es gerade so schön gesagt, argumentativ siegen zu wollen, weil das ist ja wirklich so, dass zwei Menschen dann miteinander kämpfen oder gegeneinander kämpfen auf eine Art und Weise, wo du denkst, also bist hier da gerade der größte Feind. Und zwischen ein Auslöser passiert, also irgendeine Aussage wird getätigt auf der Sachebene als Beispiel und meine Reaktion ist irgendeine emotionale Reaktion darauf. Da war meine Aufgabe, einfach das nur mal auszuhalten und zu beobachten, was macht das eigentlich gerade mit mir? Was nehme ich bei mir eigentlich gerade wahr? Oder auch zu gucken, was macht das mit dem anderen? Weil ganz oft haben wir schon gewisse Muster entwickelt, dass wir also auf unterschiedlichste Dinge immer gleich reagieren. Dass wir zum Beispiel also bestimmte Dinge genervt reagieren oder verärgert oder in anderen Dingen da eher verachtend drauf reagieren. Also dass wir schon so eine gewisse Masche entwickelt haben, dass das gar nicht mehr unbedingt mit der Situation zu rechtfertigen ist, aber meine Filter, die ich vorhin schon genannt habe, die ich die Dinge bewerte, da mitlaufen. Und das Spannende ist ja dann, sich auch selber auf die Schliche zu kommen, wie du es ja auch immer nennst, woher kommt das eigentlich? Ja. Also habe ich vielleicht auch, und da muss man ja auch sagen, in so einer Partnerschaft treffen ja auch unter Umständen zwei Beziehungs- oder vielmehr Konfliktkulturen aufeinander. Wenn ich in meiner Herkunftsfamilie eine ganz andere Konfliktbewältigungsstrategie gelernt habe, in Anführungszeichen, bei dem einen wird laut mit offenem Visier gekämpft, bei dem anderen wird gar nichts besprochen, es ist immer alles super, alles wird unter den Teppich gekehrt. Und wenn der eine dann vielleicht mal ein bisschen lauter losblökt, hat der andere vielleicht wirklich auch sogar sowas wie Angst. Mhm. Ja, fühlt sich in die Enge gedrängt. Aber dem Ersten ist das gar nicht klar, weil der sagt, ja, das ist doch völlig normal. Ja, nein, ja. Das ist nicht normal. Ja. Das kann so sein, das ist eine mögliche Ausprägung, aber man kann verstehen, dass andere anders aufgewachsen sind und für die ist das maximal schlimm, wenn du so laut losschreist. Ja. So, und das einfach aufzuzeigen, das hat überhaupt gar nichts mit irgendeinem Inhalt zu tun, sondern nur über die, es geht nur um die Art und Weise, wie wir da miteinander reden. Ja. Dass diese Erkenntnis, genau wie du sagst, das schafft schon so eine Entspannung, dass einer oder beide sagen, Mensch, das war mir überhaupt gar nicht klar, das war mir gar nicht bewusst. Das bewusst zu machen, ist eben genau Teil dieser Paarberatung. Ich habe zum Beispiel, also ich mag ja immer ganz gerne das mit Beispielen aus dem Leben untermauern. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen den Fall, dass mein Partner sich gestoßen hat an unserem Rollladen. Also er ist relativ groß und hatte dann versehentlich da sich gestoßen und wehgetan und ist dann laut geworden. Und mein Bewertungsfilter ist erst wütend. Dabei hat er sich nur erschrocken in dem Moment und gibt seinem Schreck oder seinem Schmerzen, den er erfahren hat, gerade einen Raum. Und für mich war es immer, er wird wütend. Und also Wut war für mich früher irgendwie bedrohlich. Also auch am Anfang unserer Beziehung hatten wir da viele, viele Themen diesbezüglich. Aber das ist mein Bewertungsfilter und das hatte gar nichts mit mir zu tun. Ne? Also das ist dieses, also wenn es um das Thema Kommunikation geht als Beispiel, was wir jetzt als eine der drei Top-Themen ja heute, die du erwähnt hast, dieses Bewusstsein dafür zu erlangen,
sich mal wirklich in die Schuhe des anderen zu stellen oder auch zuzuhören. Also auch wenn es bei mir jetzt als wütend ankam, aber er sagt, er meint es nicht wütend, dann auch darauf zu vertrauen, seiner Absicht, dass er da jetzt die Wahrheit als Beispiel sagt. Weil ich habe ihm am Anfang unterstellt, nee, du bist wütend und du sagst ja jetzt nur, dass du nicht wütend wärst. Ne? Aber dieses, mein Filter ist nicht der richtige Filter. Ja. Der zweite Punkt ist eigentlich, würde ich sagen, am besten zu bearbeiten. Das ist ja dieses, wir haben uns aus den Augen verloren, mhm. wir machen nichts mehr miteinander, wir huschen nur noch so im Alltag aneinander vorbei. Und wir sind vielleicht ein super Orga-Team für unsere Kids oder arbeiten uns den Hintern ab in der Firma, in der wir arbeiten. Aber als Paar kommen wir nicht mehr so richtig vor. Warum auch immer. Da muss man einfach sagen, es ist entweder nur eine Phase, dass man sagt, ja, geht nicht anders. Die Kinder sind klein, die brauchen jetzt eben Aufmerksamkeit. Oder vielleicht hat man sogar mehrere, zwei, drei. Der eine will Fußball spielen, der andere braucht Hilfe bei Mathe, der dritte will einfach nur vorgelesen bekommen. Wie will man das hinkriegen? Mhm. Also ich stelle mir das immer vor wie so ein Geodreieck, was so ein bisschen in Bewegung ist, weil es vielleicht nur auf einer Bleistiftspitze balanciert und mal kippt es eben zu der einen Ecke und in der einen Ecke ist das Paar, mal kippt es zu der anderen Ecke, in der Ecke ist die Familie, also Familie plus Kinder und in der dritten Ecke bin ich als Individuum. Und solange es in Bewegung ist und mal ist die Betonung vielleicht mehr auf der Familie, mal ist die Betonung auf dem Paar, mal ist die Betonung nur bei mir, weil ich jetzt mal Zeit für mich brauche, vielleicht auch sogar einen Urlaub, wo ich mich alleine mache, ist das völlig in Ordnung. Sobald dieses Dreieck aber an einer Stelle verharrt, wo einer nur noch sein Ding macht oder sich alles nur noch um die Blagen dreht oder man eben nur noch für sich als Paar guckt und dabei die Kinder aus dem Auge verliert, gibt es ja auch, dann ist was krumm. Ja. Ansonsten gilt einfach aushalten und sich natürlich im Rahmen der Möglichkeiten auch Freiräume schaffen. Und gerade eben diese Quality Time, wenn man sich als Paar dann organisieren muss. Das kann ein Paargespräch sein, einfach, dass man sagt, wir nehmen uns mal eine Stunde Zeit, einfach nur ein Glas Wein, Sofa oder Essen und reden einfach mal. Oder man sagt, am Wochenende machen wir immer eine schöne Sache für uns. Ja? Oder wir versuchen uns unseren Alltag einfach zu entlasten und holen uns Unterstützung in Form einer Haushaltshilfe, wenn es finanziell denn möglich ist. Das sind gute investierte 50 Euro, was sich damit einfach dann die Paarzeit sozusagen erkauft. Das, was ich auch denke, ist, dass viele sehr hart mit sich ins Gericht gehen, wenn sie sich auseinanderleben und so viele Bälle auch drehen. Ne? Also ich alleine eine Familie zu steuern oder kleine Kinder zu haben, das sind ja also unglaublich viele Bälle, mit denen man da zu tun hat. Ich glaube, für viele ist es so, nein, das ist doch normal. Nee, das ist nicht unbedingt normal. Wir dürfen da auch wirklich gütig sein, dass wir viele, viele Bälle drehen. Und ja, es ist so, dass manchmal die Partnerschaft da hinten runterfällt. Und keiner sagt es einem. Ne? Also wenn ein Paar plant, Kinder zu bekommen, keiner hat ja eine wirkliche Ahnung, worauf er oder sie sich einlässt, muss man auch sagen. Das kann einem auch keiner erklären. Es hängt auch sehr von den Kindern ab. Ja. Es gibt Kinder, die sind super easy, super pflegeleicht, super selbstständig, können sich total toll mit sich selbst beschäftigen. Und dann gibt es eben Kinder, die können das vielleicht nicht. Es gibt auch so Züge, die man an sich dann entdeckt, wo man vielleicht übervorsichtig ist und auch sehr viel Zeit, ist ja auch super, sehr viel Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Aber das dann auszubalancieren, das passiert während der Fahrt. Ne? Das kann man nicht vorher theoretisch sich überlegen. Das glaube ich auch. Also die ganzen Möglichkeiten, die da existieren, das können wir gar nicht vorab kontrollieren. Also in dem Moment, wo man auch zum Beispiel Kinder kriegt, bin ich auch der Meinung, dass man entscheidet, auch ausgeliefert zu sein, weil denen kann jederzeit was passieren und man hat nicht alles unter Kontrolle. Und das, worum es mir auch einfach geht, seid mehr gütig auch mit euch selbst, wenn es gerade mal nicht funktioniert. Wenn zum Beispiel das Grundbedürfnis Lust oder auch sexuelle Lust oder so vielleicht gerade nicht das Top-Thema ist bei euch in der Beziehung oder die Zeit bei euch als Paar gerade nicht so Priorität hat, seid gütig miteinander. Und fragt euch aber, das ist für meiner Meinung nach wichtig, auch wenn ihr gerade vielleicht eher ein Orga-Team seid und kein verschmolzenes Paar, habt ihr denn grundsätzlich die Absicht, und zwar beide wieder ein inniges Paar miteinander zu sein. Genau, ich glaube, sobald man im Kontakt miteinander bleibt und auch immer mal wieder reflektiert, so, wo stehen wir gerade, können wir was ändern, müssen wir was ändern oder ist es für den Moment einfach so, ist alles im grünen Bereich. Ja, genau, also dann kann man solche Phasen aushalten, das ist gar nicht das Thema. Ne? Der dritte Bereich, über den wir vorhin ja gesprochen haben, ist der Bereich Affäre oder Außenbeziehung, Dreiecksbeziehung. Das ist natürlich schon der nächste Level der kritischen Paarphasen sozusagen, wo einer sich schon emotional verabschiedet hat oder auch einfach der Verlockung nachgegeben hat. Aber man muss ja nicht unbedingt eine Affäre haben, um sich innerlich zu verabschieden, oder? Also das geht auch. Also um diese Haltung, innerlich sich verabschiedet haben im Kern. Ja.
absolut. Ja. Ich habe das jetzt nur als Synonym gebracht, weil in der Regel wird es spätestens da ja sichtbar, ja, wo noch eine dritte Person dazukommt und einer vielleicht nur noch auf Achse oder nur noch am Handy ist, mhm, und irgendwie unter der Bettdecke oder auf dem Klo abends irgendwie 2 Stunden schreibt. So, also da merkt dann auch jeder Blinde mit dem Krückstock, irgendwas stimmt hier bei uns nicht mehr. Dieses einsame sich verabschieden, ohne dass man jetzt eine Außenperson noch dazu hat oder dazu braucht, ist natürlich vielleicht unter Umständen schwerer zu entdecken. Aber letztlich ist es immer die Frage, was steckt da dahinter? Und aus meiner Sicht ist es so, dass wir, und ich hatte das mit diesem Dreieck eben versucht zu illustrieren, dass das Paar und jeder Einzelne so pendelt, mhm, zwischen diesem Bedürfnis nach Bindung und auch Autonomie. Und diese Affäre, diese Außenbeziehung ist sozusagen der Extremfall. Ne? Da habe ich also ein extremes Bedürfnis, jetzt mein Ding zu machen, ja, und mal wieder 18 zu sein. Ja, irgendwie gerade Paare, die länger zusammen sind, wo vielleicht schon sehr viel Routine in jeder Disziplin irgendwie eingetreten ist, da sich auch nochmal wieder neu zu entdecken. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als Paar daraus? Sehen wir das ganz fatalistisch und sagen, so, das war's, ja, mhm, das ist der letzte Level, da kommt nichts mehr, da können wir uns auch gleich trennen. Manchmal zögert es mal noch ein bisschen hinaus, weil man ja Kinder hat, aber eigentlich hat einer schon eine einsame Entscheidung getroffen und gesagt, wir trennen uns jetzt, das war's. Oder, und das sehe ich so, man sieht es eben als Chance zur Weiterentwicklung und sagen, okay, lass uns doch mal genau hingucken. Was war denn da eigentlich? Was hat dich denn auch gereizt? Wo warst du denn im Mangel? Da sind wir wieder bei den Grundbedürfnissen. Ne? Also welcher Teil deines Lebens war so, dass du dafür empfänglich warst? Oder war es nur ein Strohfeuer? War es nur ein Flirt? War das eine schnelle Nummer, in Anführungszeichen, die emotional jetzt keine wirkliche Tiefe hatte? Oder glaubst du nur, dass sie im Moment eine Tiefe hatte und das ist die Frau, der Mann deiner Träume, die du da jetzt getroffen hast, mal durchatmen? Oder auch, wenn man selber derjenige ist, wo der Partner oder die Partnerin fremdgegangen ist, auch, was macht es mit mir eigentlich gerade, dass das passiert ist? Also was ist jetzt bei mir, bei meinem Wertekontext und wieso eigentlich? Ich glaube nämlich, also grundsätzlich bei allen Themen, die wir haben, wenn wir die nicht mit unserem jetzigen Partner oder unserer jetzigen Partnerin lösen, wird das Universum auf irgendeine Art und Weise einen Weg finden, dass ich dieselbe Message nur durch eine andere Person wiedererlebe. Na, also wenn ich ein Problem habe mit meinem Selbstwert oder Autonomie oder ne, dieses Bindungsverhalten, da steckt oft diese Verlustangst in Partnerschaften hinter oder der Lustthematik, dann werde ich auch relativ häufig genau dieses Thema nur mit einem anderen Menschen erfahren oder auf einem anderen Level oder ein anderes Thema. Deswegen, bevor ich mich trenne, kann ich auch erstmal gucken, dass ich es mit meinem jetzigen Partner oder meiner Partnerin meistere. Und wenn wir es gemeistert haben, dann können wir immer noch wählen, wollen wir zusammenbleiben oder nicht. Ja, das ist tatsächlich ein super Punkt. Also, und das meinte ich auch mit Weiterentwicklung. Ne? Mhm. Ich kann natürlich immer den vermeintlich einfacheren Weg gehen und sagen, ich schmeiße alles hin und denjenigen, die ich da getroffen habe, der ist sowieso viel geiler und ist sowieso viel toller alles. Oder auch in anderen Dimensionen muss ja nicht gleich die Affäre sein. Ja, meine Frau ist blöd, mit der kann man gar nicht reden. Ich suche mir jetzt eine andere. Aber wenn ich diese Muster nicht erkenne oder was auch in mir vielleicht schlummert, dann sehe ich das genau wie du. Dann ja, werde ich bei der nächsten Partnerin wieder das Gleiche erleben, nur in grün. Absolut. Ich glaube, wenn wir jetzt, also du luscherst schon so zur Zeit rüber, wir haben wahrscheinlich jetzt schon einige Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, über dieses Thema könnten wir noch so viel tiefer eingehen. Ne? Also das ist etwas, also da gibt es so viele Facetten bei dem Ganzen, aber vielleicht können wir einfach schon mal zusammenfassen, was wir jetzt in dieser Podcast-Folge mitgegeben haben zu dem Thema, wie kann ich meine Beziehung retten und ist es möglich? Was war der Schritt 1? Also das erste ist erstmal grundsätzlich, egal wo du stehst mit deinem Partner oder deiner Partnerin, habt ihr noch eine gemeinsame Absicht füreinander? Das ist die Basis für alle. Wenn die nicht da ist, könnt ihr eher überlegen, wie könnt ihr euch friedlich trennen? Ja, genau, da kann man sich selber einfach fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ernsthaft habe ich schon an Trennung gedacht? Ja. Das ist die erste Frage. Und wenn ich dann irgendeine Zahl nennen kann, könnte ich mich selber auch fragen, ohne dass ich das mit jemandem bespreche, was brauche ich, um von dort 2 Zahlen tiefer zu kommen. Ne? Wenn ich eine 7 gesagt hätte, was brauche ich, um auf eine 5 zu kommen? Mhm. Kann ich das überhaupt benennen? Manchmal ist ja so eine unspezifische Unzufriedenheit. Ne? Das ist der erste Schritt, wie du sagst. Erst einmal Bestandsaufnahme machen. Ja, und dann, was du auch gesagt hattest mit den 4 Grundbedürfnissen, sich da auch mal bewusst zu werden, egal was jetzt auf der inhaltlichen Ebene gerade der Konflikt ist, inwieweit bin ich vielleicht gerade wo stehe ich mit meinen Grundbedürfnissen? Bin ich im Mangel? Bin ich in der Fülle? Kann man auch wieder bewerten, glaube ich, mit einer Skala von 1 bis 10, weil ich glaube, dadurch wird einem selber schon vieles bewusst, was vielleicht auf der inhaltlichen Ebene zu Kommunikationsproblemen führt oder dazu, dass wir uns auseinanderleben oder jemand sich innerlich vielleicht schon getrennt hat. Genau, und dann gibt es eben den Bereich, wo ich
sagen kann, wir müssen es einfach nur machen. Mhm. Also was wie einfach mal wieder gemeinsame Aktivitäten starten, mal gucken, dass wir die Kinder Kinder sein lassen. Vielleicht kann Oma und Opa mal kommen, vielleicht haben wir einen Babysitter. Vielleicht sind die schon so groß, dass sie mal alleine bleiben können, dass wir uns selber Freiräume schaffen, um als Paar überhaupt mal wieder vorzukommen. Und das, was wir jetzt im Podcast jetzt noch gar nicht weiter angegangen sind, aber das würde wirklich das Thema auch, glaube ich, wieder sprengen, ist, in der Zeit, in der Paarzeit sammeln sich auch viele Vorwürfe an meiner Meinung nach. Und in der Regel sind diese Vorwürfe an den anderen. Manchmal hat man natürlich auch Vorwürfe an sich selber, dass man sich selber niedermacht. Aber das ist auch wichtig, meiner Meinung, die anzugucken und auch da, ja, die zu lösen. Für mich ist das so sinnbildlich, wie als wenn ich so einen Rucksack mit Ballast auf habe, mit lauter Vorwürfen, die ich mir aufgeladen habe mal, weil ein Vorwurf ist sinnbildlich so, als würde ich Gift trinken in der Hoffnung, der andere stirbt. Und dann auch sich diese Schwere mal anzuschauen genauer und Stück für Stück auch dort diesen Ballast aus meinem Rucksack wieder rauszulassen, damit man überhaupt wieder die Bewegungsfreiraum hat, aufeinander zugehen zu können. Genau. Das ist aber richtig, das ist eine eigene Folge. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie das hören. Das Museum der Verletzungen. Ja, das ist tatsächlich ein schönes Modell, was ich benutze, das Museum der Verletzungen. Ja, was haben wir so für Relikte aufgestellt im Laufe unserer Paarzeit? Und wo müssen wir vielleicht über das eine oder andere nochmal sprechen? Da machst du mich neugierig. Wir schauen, ob wir uns bald hier wieder hören. Wichtig ist nur, nicht nächste Woche, der Podcast kommt nur alle 2 Wochen raus. Michael, schön, dass du da warst. Das war total bereichernd, hat mir richtig Spaß gebracht, mich hier mit dir auszutauschen. Ja. Ich gebe noch mal kurz deine Webseite durch. paarberatung-hh.com. Also wer jetzt neugierig geworden ist, um mit dir in Interaktion gehen zu wollen, meldet euch gerne dort bei Michael. Was ist der beste Weg für dich? Hast du ein Kontaktformular? Genau. E-Mail, gerade auch direkt oder einfach anrufen. Alles da. Ne? Also Michael ist der Experte hier von uns beiden, wenn es um Paare geht. Ich bin diejenige, die dir gut weiterhelfen kann, wenn du Single bist oder alleine in Partnerschaft gerne an dir arbeiten möchtest, dann melde dich auch gern bei mir. Meine Daten findest du auch in den Shownotes und falls du es noch nicht weißt, meine Webseite heißt franziska-urbacek.de und ich freue mich, beziehungsweise vielleicht auch wir mal schauen, wenn du in 2 Wochen wieder einschaltest. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.